Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge L17 auf der Hof Bergmann Reloaded. So, wir wollten jetzt zum nächsten Feld. Müssen wir kurz gucken, wo wir da lang müssen. Hier oben an der 1. Ach ja, am Zipfel runter zur 21, früher 22. Das war, müssen wir mal selber gucken. Ging das hier runter? Hier war die Straße, genau. So. Da war nämlich die Straße. So, dann ging das hier hoch bei den Schafen. Ich nehme ich weiß, ob irgendwie stand in leichten Orientierungslosigkeit und dann ging das. Ne. Oder hier rein? Oder sind wir da richtig? Doch, sind wir richtig. Wir müssen. Ja, jetzt hängen wir fest. Busch voraus. So, das ist ja nee, war falsch. Der nächste rein. Ach man. Gerade Kompass, ja, das war nie deine Stärke. Genau, da hinten ging es rein. Richtung stimmt, aber zu früh abgebogen. So, jetzt sind wir auf Kurs. Ja, jetzt kenne ich mich wieder. Jetzt will ich schon unterwegs. So. So, den ist hier rumgeschnipselt. Ah, Drifting Treasure. Fataler Fehler. So, hier zwar, hier. Dingsbums. Oh ja, ich war schon lange nicht mehr unten in der Ecke. Zu lange nicht mal die Map gezockt, merkt das schon. So, jetzt habe ich die gezockt mit 1005. Schon ein bisschen her, wo ich dann die Felder ein bisschen was hatte. So, jetzt fangen wir an. Und klappen das Schneidwerk auf. Und Zündung. Let's go. Die erste Runde fahren wir mal schnell selber. Weil ich kenne den Baumfädler. Nichts ist da entspannter wie im Trasche übers Feld heizen. Anderes zu tun. Gut, momentan hier, weil doch grobern könnte ich schon mal. Mal gucken, ob ich meine Sämaschine geparkt habe. Bin ich gerade planlos. Planlos geht der planlos. So, Dele. Mensch, da ist er wieder. Das Rüttel voll. Und da haben wir gerade mal eine knappe halbe Runde geschafft. Ja, ich würde dann mal gleich den Schlepper holen müssen. Zum Abtanken. Aber naja, wir schaffen das. Unser Drescher schafft das schon, ist ein guter Klaas-Lexion.
rückwärts, ein Stück getrackt und dann wieder davor geschnipselt. Jetzt haben wir 53% nach einer dreiviertelsten Runde. Das geht eigentlich. Da müssten wir fast zwei Stück schaffen, weil die Kreise waren jetzt kleiner. Ich kann schon mal das Helfer-Mini aufmachen und die Kreisrunde in die andere Richtung umstellen. Machen. So. Setzt man dann hier an, dann setzt man Helfer an. Und jetzt wieder so, zack, jetzt scannt er. Nee, dich nicht, dich nicht, dich nicht. Was ist er denn jetzt? Ich finde ihn hier. So, sind wir jetzt hier? Jawohl, wir müssen jetzt. Wo müssen wir jetzt die Straße? Okay. Da geht's zum Hof Richtung Schafe, genau. Jetzt sind wir auf Kurs. Ich muss mal gucken, habe ich noch einen Schlepper? So ein 300er habe ich noch. Ich fahre jetzt mit dem 700er. Gucken, ob der den Grubber ziehen kann. Ansonsten muss ich den 300er mit dem Beiz tauschen. Der 300er hat glaube ich keinen Frontlader-Dingsbund, oder? Nee. Der Beiz hat wohl nicht, der passt. Das Frontladerteil, das ist ja der, dieser hat Frontlader, oder? Also Frontlader anbar, oder was ist doch der 300er? Da steht der Drescher da hinten. So, okay, stellen wir dich hier hin. Du machst. Hier. Hin. Also wir hatten vollen Korntank. Der ist ja gerade, also bin verrutscht in der Zeile. Und dann müssen wir den jetzt erstmal dann abtanken. Jetzt müsste er reinpassen, dann kann ich gleich mit dem losschnipsen und das ins Silo schmeißen und dann später verkaufen. Weil da ich momentan nur einen Hänger habe. So. Wir tanken ab. Ne, wir bei 80%, der Drescher noch halb voll. Genau rein. Ist ja groß, zu können. Jetzt hat er zu rudern mit 15,5 Tonnen Gewicht hinten dran. So bis 16 wären es knapp. Weil ein bisschen fehlt noch was. Aber ich muss ja sehen, ich muss den Berg hier hoch dann wieder. Ich muss ja dann da vorne den Berg wieder hoch. Von 53 Wasser fertig schaffen wir gerade mal 30. Auch nicht schlecht. 31. Und gleich stirbt da ab. Wenn ich nicht falsch fahren würde. Oh Mann. Dann machen wir schnell. Die Differentialsperren reinmachen. Vom Fahrstuhl hier eh gar falsch, vom Fahrstuhl mit dem Wald rein. Ich habe den Typ auf die Hof Bergmann gespielt und verfahre mich hier, als würde ich den ersten Tag auf der Map sein.
Ist ja heute nicht mehr feierlich. Also vom Baum. Ich denke gleich irgendwie, da der Hund beißt. So, jetzt. Das war ein ganzer Schwung versaubeutelt, weil ich nie fahren kann, weil ich zu spät abgebogen bin. So, jetzt aber. Dann werden wir dann erstmal alles unterkruppern. Ich war erstmal nicht mit Stromablage USW. Oh Gottes Willen, um Gottes Willen. Wie ihr seht, brauchen wir stärkere Schlepper. Weil wie groß wir sind hier. Na, sag schon. Zu untermotorisiert für den Hänger. So. Sagt er 40% und der 5 weiter. So. Jetzt der auch am abtanken. Zack. Da ich ja grob weiß, wo ich hin muss zum Abbunkern, schieße mir mal schnell ein Tankmehl. Okay. So, stopp. Rausrollen und ist das? Das will doch gerade nicht. Na komm. Jetzt. So, und zack. Sagt der Helfer mir nie aus. So. Komm, Schwung, Kollege. Sagt der Helfer mir nie aus. Mann, 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 Mann. Kartoffeln haben wir auch noch keine, oder zumindest nicht geerntet, sagen wir so. So, ist ein Schmuck zum Drescher, der ist schon wieder fast voll. Und dann haben wir noch Feld 16, wo ich mit dem Maisgebiss noch hoch muss. Nämlich Sonnenblumen drauf, oder haben wir den Weg in dieser Weite, kommen wir in die Raffinerie rein. Weil die nimmt der Sonnenblumen, Sojabohnen und Raps. Dann haben wir alles ja schon mal gedroschen. So, dann haben wir besser die 3 und dann das Kartoffelfeld. Schauen wir hier hin. Meld ich mir. Wo ist er denn jetzt? Hier. Na komm. Ich habe nichts gegen das langsame Anfahren, das ist echt nervig. Weil bis das Ding in Wallung kommt, ist ja Katastrophe. Mittlere. Aber wie schafft er das? Jetzt muss ich Schlepper tauschen. Hier haben wir einen Grubber. Aber wo habe ich die Sämaschine? Ich kann mal gucken, ob ich die Sämaschine habe. Traktor, 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 Traktor. Okay, ich hab schon oben stehen zu sagen. Ja, ich mach das kleine 3 Meter Ding.
Oh, sind wir schon halt fast voll. Mensch, Patienten, kommt bis zur Verdienst, müssen wir mal kommen. Dass ich schon mal ins Vorgewende fahren kann, bevor ich abtanken muss. Ich müsste hier irgendwo stehen, die Sehmaschine. So, und stopp. So, wo haben wir denn? Drescher? Hier. Ah, haben wir sie einsteigen. Snoopy, ich komme, ich eile, ich düse, ich fliege. Denn ich bin so gut wie da. Komm, lass ab den Scheiß. Gleich geschafft. Dann lasse ich den Drescher erstmal hier stehen. Fahre abtanken, fahre den dann hoch zum Feld 16. Bin ja schon weg, Snoopy. Keine Panik auf der Titanic. 1 einsteigen. Snoopy hat erfolgreich, willst du mich jetzt rollen? Ich wollte eigentlich was findet mit dem Anschluss bei dem Futzel nicht. Ja, hier, hier. 3,50 Meter Futzel hier und da kriegt es nie auf die Kette. So, Hammer. Okay, aus, Rohr raus. X. Klappen das Teil zusammen. Na, ist alles so. Machen wir ganz kurz noch was anderes. Einsteigen. Ganz schnell mal hier die Vorrunde, dann hier die Helfer einstellen können. Wenn er nicht scheiße zusammenfahren würde, der Körper. Oder ich schon. Das ist eine 3 Meter Hitsche hier. Hilfe! Zwei Runden Vorgewende fahren müssen. Mann, brauche eine breitere Gruppe echt. Ja, der Kostenhaufen. Das Katros-Ding. Dafür brauche ich meine Erbschaft. Die Millionen brauche ich dafür. Genug Flüssigdünger verkaufen. So, die Gruppe haben wir es gleich. Wir gehen rum hier. So, sieht gut aus, dann setzen wir Helfer ein. Gucken wir, das sieht eigentlich ganz gut aus, was er da macht. Jetzt fahren
aber das Zeug weg und die Schuchtletzer 16. Kann man hier oben an der BGA vorbei heizen. So, aber wir sind schon am Ende dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.